lebe hoch! Sie lebe hoch! Wir haben uns heute hier für die Krönung der neuen Königin von Equestria versammelt. Königin Twilight Sparkle! Du meinst... Ja, Twilight, ich habe mich entschieden, dich zu heiraten. Und du sollst meine Königin sein. Alle meine Träume werden wahr. Twilight, wir können hier nicht rumknutschen. Alle sehen uns zu. Halt die Klappe und küss mich, du wunderschöne Stute. Also gut, lass ich die Gelehrten für immer an diesen Moment erinnern. Oh, Twily, du bist so hübsch. Komm schon, Pinky. Du bist doch hübscher als ich. Twilight, wie lange bist du schon hier? Nicht lang genug. Kann ich reinkommen? Nein, warte! Du solltest die hier gar nicht sehen. Das ist eine Überraschung für Prinzessin Lunas Rückkehrjubiläum. Und ich war sie gerade nur am... testen. Nun, entschuldige, wo wir gerade davon sprechen. Du bist wirklich eine fantastische Bäckerin, Pinky. Wirklich? Dankeschön. Und du bist so witzig. Ich weiß nicht, was hübscher ist. Deine blauen Augen oder dein strahlendes Lächeln. Oh, Twilight, was willst du von mir? Erwischt. Ich habe vielleicht in meinem Zeitplan einen kleinen Fehler gemacht und jetzt gibt es eventuell einen Riesenstapel an Formularen für Lunas großes Jubiläum, die heute noch alle bearbeitet werden müssten. Ich wusste es! Pinky, bitte, ist es nicht die Aufgabe einer guten Freundin, einer Freundin aus der Klemme zu helfen? Du bist eine Meisterin im Plan und Archivieren. Ich brauche dich als meine zweite Assistentin. Ich habe es dir doch schon gesagt. Ich mache nur dann gerne Papierkram, wenn es etwas mit Freunden und Partys zu tun hat. Denn die königlichen Pflichten sind viel zu langweilig. Wenn du möchtest, kannst du mir, nachdem du mir geholfen hast, alles über deine speziellen Methoden der Partyplanung beibringen. Ich werde es nicht machen. Es braucht Jahre an harter Arbeit, um Ponypartys perfekt planen zu können. An manchen Nächten schleiche ich mich in deinen geheimen Partykeller und weine, wenn ich all deine schönen Designs anschaue. Das ist einfach unheimlich! Pinky, bitte! Mit dir zusammen Formulare zu bearbeiten, ist wie der Himmel auf Erden. Immer wenn ich mit dir Listen erstelle, habe ich das Gefühl, wieder ein kleines Fohlen zu sein, das sein Cutie-Mark erhält. Nein! Na schön, du lässt mir keine andere Wahl. Dann muss ich... S verwenden. Ich bin dieses Mal super auf S vorbereitet. Denkst du wirklich, dass du stark genug bist, mir zu widerstehen? Hey, hör auf! Mich zu essen. Ich verrate dir die Wahrheit, Pinky. Ich weiß genau, was du für mich fühlst und ich bin auch ganz verrückt nach dir. Aber als neu ernannte Prinzessin wäre es sehr nachlässig von mir, ein anderes Pony zu daten, wenn ich nicht mal meinen ganzen Papierkram erledigen kann. Wie auch immer. Es wäre vielleicht eine gute Idee, allen anderen die Kraft unserer Liebe zu zeigen. Bevor wir das hier noch weiter vorantreiben. Wie wäre es, wenn du den Rest des Tages damit verbringst, mit mir die Formulare zu bearbeiten? Und als Wiedergutmachung wirst du spüren, wie sich meine brennend heißen Lippen leidenschaftlich gegen deine Pressen. Twy, sagst du mir auch wirklich die absolute Wahrheit? Nichts anderes, Pinky. Du hast
hast den Fehler in deinem Zeitplan mit Absicht gemacht, oder? Möglicherweise. Ich meine, möglicherweise im Sinne von, nein, natürlich nicht. Es wäre doch sehr schwach von mir, dich um Hilfe zu bitten, wenn ich absichtlich... Aber du bist so talentiert und ich hänge jetzt wirklich mit meinem Papierkram hinterher. Dann fängst du am besten gleich damit an, du Succubus! Celestia, verdammt!